jungen Zauberer. Ich bin Professor Flitwick. Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Sieh dir das Wingardium Leviosa-Symbol, das ich dir nun vormache, ganz genau an. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Eindrucksvoll, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Lass uns weitermachen, Harry. Wingardium Leviosa. Das war wirklich erstklassig, Harry. 10 Punkte für Gryffindor. Versuche es dieses Mal ein wenig schneller hinzubekommen. Ausgezeichnete Technik, Harry. 15 Punkte für Gryffindor. Lass uns weitermachen, Harry. Großartige Leistung, Harry. 20 Punkte für Gryffindor. Du kannst jetzt mit der Wingardium Leviosa-Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu üben. Folg mir, Harry. Wingardium Leviosa bei dieser Statue und hebe sie auf den großen Teller. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Gut gemacht. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Leviosa!
Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Glückwunsch, Harry! Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Wingardium Leviosa! Du solltest dich besser von mir hin. Die Leute.
Leute sagen, du wirst besser. So. Wenn du in einen Spiegel schaust, zerbricht er sich ja in tausend Stücke. Nein. Au! Du bist es. Ich bin nie. Hey Harry, hast du die 25 Bohnen für uns? Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Gute Arbeit, Harry. Du hast uns jetzt alle Bohnen gebracht, die wir brauchen. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Danke für deine Hilfe, Harry. Mich sagt mir, dass der Kräuterkundeunterricht draußen stattfindet. Meine Oma hat recht. Ich vergesse immer alles. Wir sehen uns beim Unterricht. Ich treffe mich draußen mit Hermine. Oh!
Hier soll irgendwo ein Geheimraum sein und ich werde der Erste sein, der ihn findet. Mit Schokofröschen kannst du neue Energie tanken. Diese Statuen sehen wirklich interessant aus, findest du nicht? Na, sieh mal einer an. Du schon wieder, Potter. Spionierst wohl im Schloss herum, was? Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Du kommst nicht an mir vorbei, egal wie sehr du dich auch anstrengst. Oh, Schluchz, Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Mit diesen Zauberknallbonbons kann man eine Menge Spaß haben. Hier, fang! Harry, hier drüben. Hallo, Harry. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Kann gar nicht glauben, wie schnell hier alles wächst. Meine Freundin Hermine wartet am Eingang zum Gewächshaus auf dich. Komm doch nach deinem Unterricht auf eine Tasse Tee vorbei. Solltest jetzt besser zum Kräuterkundeunterricht gehen. Kriegst Strafpunkte, wenn du zu spät kommst. Hallo, Momora! Hallo, Momora! Du musst zum Kräuterkundeunterricht. Professor Sprout wartet schon im Gewächshaus. Du musst das Kraut hier schneiden. Es wuchert und wuchert. Mach dich auf den Weg zum Unterricht, Potter. Du hast hier nichts zu suchen, Potter. Geh zu deinem Unterricht. Potter, du kennst ja noch nicht mal die Quidditch-Regeln. Nimm immer schön am Flugunterricht teil, Potter. Vielleicht darfst du dann eines Tages im Quidditch-Team spielen. Du darfst den Quidditch-Platz nicht betreten, Potter. Hau ab! Kräuterkundeunterricht findet kurz hinter Professor Sprouts Garten statt. Ich warte hier auf Neville. Ich glaube, er hat sich mal wieder verlaufen. Los, Harry, du solltest besser zum Unterricht gehen. Lauf weiter, ich komme nach, sobald Neville bei mir ist. Ich warte auf Neville. Geh du schon mal zum Unterricht. Nimm dich vor orange-roten Schnecken und einer gemeinen Pflanze namens Venemosa tentacula in Acht. Ich habe alles darüber in meinem Kräuterkundebuch gelesen. Flipendo! Flipendo!
gesammelt? Danke für deine Hilfe, Harry. Hier hast du eine Bildkarte. Ich hoffe, du hast sie noch nicht. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun.